Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Onkel Nupsi und nehme euch heute wieder mit in Conans große Welt. Nach Hyboria. Genau. Ja, ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier aussehe wie Lumpy. Aber das hat einen Grund. Wir wollen ja heute bauen. Und dazu müssen wir uns nicht schick machen. Da haben wir unsere Arbeitsklamotten angezogen. Die Taschen sind leer, wie ihr seht. Wir holen uns mal ein bisschen Baumaterial. Da haben wir schon einiges vorbereitet, was wir vielleicht hier brauchen können. Und ansonsten packen wir uns hier eben halt die Taschen mal voll. So, zum Nachbauen halt. Denn was könnten wir noch machen? Die Öfen könnten wir noch anwerfen. Jo. Jo. Und ja, das ist der gleiche. Na, sag mal. Hier. Okay. Gibt's hier irgendwas Schönes? Würde mir spontan nicht einfallen. Okay. Eisenversteigung haben wir, Essen, Trinken haben wir. Gebogenes Holz wäre noch schick. Da wäre das fein, Kollege, wenn du uns hier vielleicht nochmal so 10, 20, 30, 40 machst. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir waren ja stehen geblieben, dass wir gesagt haben, okay, wir setzen hier noch ein paar Fenster ein. Das sieht vielleicht schicker aus. Genau, wir hatten in der letzten Folge das Tor erneuert. Das heißt, das Tor nicht wirklich, aber den Rahmen gedreht. Denn der war ja nicht fachmännisch eingebaut, der war ja verkehrt rum. Jetzt haben wir aber ein schönes Tor und sieht auch aus. Okido. Also, wir könnten anfangen damit, dass wir jeden zweiten rausnehmen. Okay. Holen uns mal hier die Dinger runter. So. Ups, renn hier wieder. Okay. Jeden zweiten. Die Ecke wollte ich eigentlich lassen. Würde ich sagen, hier raus. Und eine neue Wand rein. Neue Wand rein. So. Kann hier ein Bogenschütze stehen? Würde denken, ja. Würde mir aber ja nochmal von draußen angucken. Zu wenig. Oder? Es sei denn, wir machen eine zweite Etage rauf und versetzen da die Fenster. Das ginge auch. Zweite Etage. Ja. Klar, warum nicht? Würden wir erstmal hier einen Aufgang schaffen. Fangen wir mal mit einem Aufgang an. Okay. Wir kommen hier hoch.
Okay, ich nehme den raus. Naja. Hier gibt es nicht viel zu sehen, aber wenn schon, denn schon. Außenseite, warum hängt der? Da ist besser. So. Summ, summ, summ. Tja, machen wir das oder machen wir das nicht? Das ist hier die Frage. Machen wir noch eine Etage rauf? Wir müssten ja definitiv. Ich komme ja nicht überall hin, das ist ja zu schmal, um hier großartig. Das heißt, ich müsste hier noch weiter ringen in den Hof. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich muss ja eine Treppe nach oben machen. Und wenn ich die von der ersten Etage aus nach oben ziehe, kann ich mit meinem Steg hier nicht lang gehen. Das wird ja nicht. Okay, ich könnte mit der Leiter hier hingehen sollen. Dann hätte ich nach da gehen können. Ah, dann komme ich wieder nicht rüber. Ist auch Mist. Nee, 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 das ist alles nicht so richtig. Also mal, ich mache das hier dann alles durch. Ich setze hier überall Fenster rein. Dann kommen wenigstens meine Bogenschützen später ran. Solltet ihr jetzt hier irgendwie eine andere Idee haben und sagt, Mensch, hättest du mal so, ihr macht, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ich bin ja für alles offen. So. Ich habe schon wieder Durst. Ah, zum Glück habe ich immer so Wasserflaschen mit. Ja, das sieht schon geschmeidig aus. Genau. Genau. Und oben, das mache ich nicht als Mauer, das mache ich als Halbbalustrade. Halbbalustrade, naja, ja, das ist schon mal, ich meine. Jetzt müssen wir bloß sehen, wie wir da hochkommen. Hier haben wir den auf Jank. Trum, trum, trum. Jetzt könnte man. Also, ich möchte, dass ich von oben und unten rankomme, wa? So. Hier oben, ach nee, das wollte ich ja ganz wegnehmen. Das geht ganz weg, weil da unten hören wir auf. Ja. Das heißt, wir müssen hier irgendwie runterkommen. Das erreichen wir mit der Treppe, klar. Treppe. Dann machen wir uns hier noch mal eine Decke. Damit kommen wir runter. Nehmen uns jetzt noch mal eine Treppe.
Okay, das haut so nicht hin. Warte, warte, warte. Wir schauen uns das wieder von unten an. Ich möchte mir natürlich jetzt hier unten noch nicht alles verbauen. Klar. Ja, so ein Stück funktioniert schon noch. Bin mit der Treppe jetzt da. Die soll nicht da andocken, die soll da andocken. Wenn ich die da andocken lasse, nein, das geht zu weit. Nein, die muss da drüben ran. Die muss da drüben ran, das heißt, er schreit hier im Prinzip nach irgendwas. Wie sieht's? Kann ich das vielleicht, das wäre das jetzt die Frage, können wir das vielleicht durch so ein Stempel stützen. Ziegelsäule. Mach mir mal bitte. Naja, ich brauche die ja sowieso. Naja, 1, 2, 3, 4. Mach mal bitte. Und dann werden wir mal gucken, wenn wir jetzt hier einen Stempel hinstellen. Nenne ich jetzt mal Stempel. Ob das hilft. Soweit hier vielleicht, ja. So, warte mal, jetzt nehmen wir wieder eine Treppe und versuchen die jetzt. Tut er nicht. Aber warte mal, wenn wir jetzt Podest draufsetzen. Dann gibt es damit kein Problem. So ist es. So. Gut, ich sehe, man hätte es eleganter lösen können, indem wir den Stempel ins weiter nach vorne gesetzt hätten. Setze ich den ins nach vorne, dann komme ich hier ziemlich weit runter. Dum, 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 dum. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Treppe? Jetzt geht es noch eins weiter. Ja, dann bin ich hier schon bald. Also ich will nicht behaupten, dass das die schönste Variante ist. Aber es ist eine. Wir brauchen natürlich definitiv Licht hier unten. Wir haben aber nicht hier. Ja, jetzt können wir uns das nicht weiter angucken. Aber abreißen können wir vielleicht noch im Dunkeln. Tram, tram, tram. Tram, 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 tram. So. Jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal hoch und runter. Gut. Wir könnten hier natürlich einen richtigen Wehrgang draus machen. Dass wir sagen, okay. Hier machen wir auch zu mit einer kleinen. Ja, mal gucken, warte mal. Gucken wir uns das mal an. Wo sind wir? Im Dunkeln ist gut munkeln.
Schwupp. So, nun sieht es schon aus wie Festung. Wir werden das hier auch noch zumachen. Aber bitte erst, wenn wir was sehen. Denn im Moment ist da gerade ein bisschen Grotte. Nur die Frage. Machen wir das hier oben zu. Oder da unten. Aber ich glaube, so hoch, das muss nicht sein. Wir müssen gucken, wie das aussieht. Also, ich mach mal hier den Zaun. Und dann gehen wir mal runter und gucken uns das an, wie das aussieht. Apropos. Nicht, dass mir jemand runterfällt. Apropos. Also das Bauen ist ja wirklich schön hier, ja. Also sehr gut gelöst, finde ich. Ach, hier jetzt nicht, weil die olle Treppe da ist. Müsste ich das andersrum machen. Aber andersrum möchte ich es nicht machen, dann lassen wir das da. Hier fällt sowieso keiner zwischen. Ups. Ach, du bist so gut. Mann, deswegen bin ich Noobsi. Ja, weil ich überhaupt nicht durchsehe, weil ich hier treibe, ist dann so was drin, ne? Baue ich mir den Eingang zu. Hallo. Okay. Tja. Klar, ich könnte hier noch was untersetzen. Könnte hier noch ein Brettchen ranmachen und das rumziehen. Das würde auch gehen. Vermute ich mal. Und sieht vielleicht geschmeidiger aus. Aber ja. So. Okay. Sehr schön. So, nun schauen wir raus und guck mal, wie es da oben aussieht. Ja. Die Wand wird da kleiner, aber ich glaube nicht, dass das deshalb schlecht aussieht. Die Musik wird mystisch. Okay. Das lassen wir so, das bleibt so. Hier haben wir den Innenaufgang geschaffen. Das ist okay. Wenn wir denn irgendwann mal hier noch Bogenschützen haben, können wir die da wunderbar. Ich vergesse immer zu trinken, wie im Real Life, ja. Ja. Oder doch voll. Und hier oben erst den Halbzaun drauf. Nee, das wird zu viel. Ich hau das weg. Ach, ich weiß nicht, ich bin unentschlossen.
Mache ich jetzt hier unten schon Schluss? Ich sag mal, hier haben vielleicht auch noch Bogenschützen die Chance zu schießen. Wenn ich die noch höher stelle, dann wird das nichts. Nee, kreist das ab. Das ist mir nix. Ich vermute mal, dass mir die Decke gleich vom Kopf fällt. Das meine ich doch. Okay, warte. Ach, na gut, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber okay, jetzt ist es passiert. Und dann ist es so. Jetzt haben wir davon natürlich nicht mehr allzu viele. Mal gucken, ob wir uns davon noch schnell welche machen können. Machen wir mal nach 10. So, ja. Nee, ist okay. Das soll vollkommen ausreichend sein. Okido, das ist die erste Hälfte unseres Festungswalls, wie man das so nennt, ja. Sehr schön. Ach so, ja, richtig. Na klar. Wir werden natürlich hier, das, ja, das müssen wir auch zumachen, wa? Sonst fällt ja noch einer runter. Hast du ein bisschen zu viel Miet geschnüffelt und dann zack, bumm, bist du runtergefallen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. So schön. Super. Gefällt mir. Jetzt kommen hier noch ein paar Lichter ran, dass wir hier unten auch sehen, was los ist. Und dann soll das erstmal soweit schick sein. Was können wir hier unten noch hin machen eigentlich? Das ist die Frage, weil so viel Platz ist hier unten nicht. Tiva wollte ja hier noch irgendeine Gottheit platzieren. Müssen wir mal gucken. Wir hätten hier oben was anzubieten. Wir haben hier noch was anzubieten und hier. Wir werden sehen. So, warte mal, warte mal. Möchte behaupten. Ich möchte behaupten, das sieht gut aus. Aber wie gesagt, ich bin dankbar für eure Hinweise, wenn ihr sagt, na Mensch, na, das eine oder andere wäre vielleicht verbesserungswürdig. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar. So, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, sagt tschö mit Ö, euer Onkel Nupsi.